Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid. Ich lege das Neumondorakel und zwar vom 23.11. bis zum 7.12. Wir gehen in den Dezember, die nächsten 2 Wochen. Ich bin heute ganz back to the roots und zwar ist es einmal das Tarot von Rider und Waite und die Kipperkarten, beides aus dem Königshoch-Doramir Verlag. Ich möchte auch gar nichts anderes heute nehmen, nur diese beiden Kartendecks. Und zwar lege ich ja den Neumond in der Form des Neumondes. Ich gebe mir wirklich immer Mühe. Das ist dann die erste Woche und das ist die zweite Woche, ihr Lieben. Ich spreche immer von einer Frau, die auf einen Herrn schaut. Wenn das bei euch anders ist, dann bitte ich euch, das so zu drehen, dass es passt bei euch. Auf jeden Fall bist du, egal ob männlich oder weiblich, der mir jetzt hier zuschaut, die Dame. Und der Herr ist dein Gegenüber. Ich mische so lange, bis die erste Karte rausfällt. Das ist für mich dann immer das Zeichen, dass der Kartenstapel genauso richtig liegt, wie er liegt. Manchmal dauert es länger, manchmal dauert es nicht so lange. Ihr könnt ja vorspulen, ihr Lieben. Das sind die drei, das ist das Thema der Woche. So, jetzt versuche ich mein Glück. Mit Glück hat das nichts zu tun, ihr wisst das, ne? So. Der Vollmond, der hat da wirklich, der macht mir da schon immer ein Stückchen was einfach. Und das ist mit den Kipperkarten. Die zweite Woche. Auch hier mische ich so lange. Nein, die wollten da drauf, okay. Ich versuche, die Karten immer so liegen zu lassen, wie sie gerade fallen. Es gelingt mir nicht immer. Manchmal nehme ich sie auch irgendwie so in Gedanken einfach mit. Mein Neumond, ihr Lieben. Nicht lachen, es hat seinen Sinn. Wir schauen auf die Energien in der ersten Woche. Da ist die Überschrift die Gerechtigkeit. Hier kommt jetzt Gerechtigkeit. Und dadurch, dass ich heute so minimalistisch unterwegs bin und so ganz wenige Kartendecks auch im Gebrauch habe, habe ich das Gefühl, dass die Gerechtigkeit jetzt alles aussortiert, was zu viel ist. Was zu viel ist, beziehungsweise was nicht zu euch gehört, was keine Berechtigung mehr hat, einfach zu existieren. Das können Verbindungen sein, das ist ganz klar. Es können jetzt Verbindungen in die Brüche gehen und das spüre ich auch. Es wird aussortiert. Es ist die Zeit des Aussortierens. Und es ist die Zeit, zurückzukommen und zu schauen, was ist wichtig für mich. Wir schauen jetzt auf diese Karten. Wenn die Karten bei mir in Schieflage fallen, dann heißt das immer, das hat schon begonnen. Da habe ich einmal die drei der Stäbe, das ist die gute Ausgangsposition. Dann haben wir die Mäßigkeit und wir haben den Wagen. Also der Wagen ist die stärkste Kraft, die stärkste Zugkraft, würde ich fast sagen, im Tarot. Ja, Bewegung, Bewegung, Bewegung. Einmal, weil alle drei Karten ja in Schieflage sind, aber auch mit dem Wagen. Das ist die stärkste Bewegungskraft im Tarot, habe ich gerade gesagt. Ich wiederhole mich, ich weiß. Was auch in Bewegung kommt, ist die Mäßigkeit. Die Mäßigkeit, und ihr könnt es sehen, es geht das Wasser von dem einen Kelch zu dem anderen Kelch. Und es kommt, ihr wisst, das Wasser steht für die Gefühle in der Spiritualität. Hier kommen Gefühle in Fluss, hier kommen Gefühle in Bewegung. Und das Ganze hat aber eine gute Ausgangsposition mit den drei der Stäben. Das sind die Karten, die gehören eigentlich in die zweite Woche, aber sie wollten jetzt hier schon gesehen werden und zwar in Verbindung mit diesen drei Karten. Sie sind ja voll draufgefallen. Das ist einmal die Hauptperson, die gute Dame und wir haben viel Geld gewonnen. Auch die drei Karten sind in Schieflage gefallen. Das heißt also, das ist alles in Bewegung. Hier kommt der Wandel. Ich will nicht sagen, dass du keine gute Dame bist. Es ist einfach anders. Es ist einmal die Nummer 2 und hier ist es die Nummer 6.
Das ist die Hauptperson, die weibliche Hauptperson, das ist die gute Dame. Es wird den Wandel geben in der Persönlichkeit, im Außen. Es wird einen Wandel im Außen geben. Und zwar wirklich einen Wandel. Den man spürt. Ich will es mal so stehen lassen, vielleicht komme ich noch mal drauf zurück. So, wir schauen jetzt mal in die Energien der ersten Woche. Hier haben wir die Kraft, das ist schon mal wundervoll. Dann haben wir mit den 5 der Schwertern, ist ganz oft die 9 der Schwerter, das ist die Sorgenkarte. Wir haben das Ass der Münzen und die 8 der Stäbe. Das ist die schnelle Kommunikation. Dann geht es weiter mit dem Hierophant. Das ist eine Schutzkarte. Den 5 der Kelchen und den 4 der Schwerter. Es beginnt mit der Kraft. Das heißt nicht, dass die Woche jetzt mit der Kraft beginnt und dann geht es hier runter und es endet mit dem 4 der Stäben. Nein, das hier ist die Energie der kompletten Woche. In dieser Woche wird, ich habe ja gesagt, es wird aufgeräumt. Und schaut euch das an, der räumt auf. Die 2 gehen, der Kampf ist vorbei, jeder hat sein Schwert einfach fallen gelassen. Und der räumt auf. Jetzt könnte man meinen, der freut sich, wenn man das Gesicht sieht. Aber ich sage euch was, ich habe nicht das Gefühl, dass es hier einen Sieger oder einen Verlierer gibt. Das hier ist wirklich ein Aufräumen, der Energien, würde ich fast sagen. Wir haben hier mit den 9 der Schwertern und hier mit den 5 der Kelchen. Das sind Energien, die sind ganz enorm schwer. Ihr könnt sehen, hier ist das Schwarz ganz deutlich zu sehen. Das ist die Energie, die einen runterzieht. Die 5 der Schwerter ist die Sorgenkarte. Hier gehst du abends mit den Sorgen ins Bett und du wachst morgens mit den Sorgen auf. Was ich aber sehe und ja, die schon länger dabei sind, die wissen, dass sich die Karten bei mir auch bewegen. Ich sehe tatsächlich, wie jedes einzelne Schwert rausgeht. Es geht aus dem Bild raus und diese Person nimmt die Hände runter, legt sich hin und schläft. Es sind keine Schwerter mehr da, weil aufgeräumt wurde, weil du in deine Kraft gekommen bist, weil du jetzt weißt, wie du diese Sorgen bzw. diese Schwerter nicht loswerden. Das ist etwas, loswerden ist immer deckeln oder ignorieren. Nein, hier geht es darum, sie so zu bearbeiten, sie so zu handeln, die Sorgen, die Blockaden, dass sie von alleine gehen, dass sie von alleine einfach aus dem Bild verschwinden. Und das passiert jetzt. Mir kommt gerade das Stichwort Intuition noch rein. Ich weiß auch nicht, soll ich gerade sagen, werde ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Ich möchte aber jetzt erstmal noch auf die 5 der Kelche kommen. Diese 5 der Kelche, das ist eine sehr aussagekräftige Karte. Diese Person steht in diesem schwarzen Mantel, die ist gehüllt in Schwarz, sie ist eingehüllt in etwas, was sie, oh, und ich spüre das gerade auf den Schultern, was sie so richtig, richtig fett runterzieht. Und sie konzentriert sich auf die Kelche, die umgefallen sind. Hier geht es darum, dass man, es gibt Menschen, die sehen in allem nur das Negative. Wenn draußen, wenn ein Parkplatz frei wird, ach, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, ich habe gerade das Parkplatz, dass derjenige dann darüber jammert, dass er den Parkplatz nicht bekommen hat, obwohl doch auf der anderen Seite auch ein Parkplatz ist, den er nehmen kann, den sieht er aber nicht, weil er sich nur auf diesen Parkplatz konzentriert, wo jemand anderes gerade noch so reingeschert ist. Und genau das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Oder dass, ich sage jetzt mal, wenn die
eine Beziehung kaputt geht, die Kinder ausziehen, dann tut das weh, weil man in diesem Moment nur sieht, was man verliert, was nicht mehr da ist. Man sieht nur das und konzentriert sich auch nur auf das, was nicht mehr im Leben ist. Dabei gibt es doch bestimmt auch schöne Momente mit dem Kind, beziehungsweise in dieser Verbindung gab es doch auch schöne Momente. Und wenn du das einfach akzeptierst, dass diese Beziehung kaputt geht und dich auf die schönen Momente konzentrierst, dann tut es auch nicht mehr so weh. Und dann kannst du dich neu ausrichten, dann kannst du diesen unfassbar schweren, der ist schwer, dieser Mantel hier, den kannst du ablegen und du kannst dich rumdrehen, musst du aber nicht, aber du kannst aus dieser schweren Energie rauskommen. Der Punkt ist, dass man sich nicht auf das konzentriert, was nicht mehr im Leben ist. Das ist das Gleiche, wenn man mit Affirmationen arbeitet. Wenn du immer wieder sagst, ich möchte nicht das rote Auto haben, ich möchte nicht das rote Auto, dann kriegst du mit Sicherheit das rote Auto, weil Verneinungen wie nicht, niemals, keins oder nirgends, die werden in der geistigen Welt nicht wahrgenommen. Das heißt, wenn du sagst, ich möchte nicht das rote Auto, dann bekommst du das. Wenn du sagst, ich möchte die Situation nicht mehr so, wie sie ist, ich möchte sie nicht mehr, dann bekommst du mehr. Sag doch direkt, dass du das gelbe oder das grüne Auto möchtest. Sag das doch. Sag doch nicht das, was du nicht möchtest. Genauso, wenn du etwas, eine Situation nicht mehr haben möchtest, dann benenn doch die Situation, die du möchtest. Ich möchte frei sein. Das ist eine ganz klare Aussage. Und das ist der Punkt. Das ist auch der Punkt hier mit den 5 der Kelchen. Sag nicht das, was du nicht mehr möchtest, weil dann konzentrierst du dich auch immer darauf. Dann haben wir hier mit dem Ass der Münzen eine Chance. Die wird von oben gereicht und die beiden Karten, die spiegeln sich. Und ich möchte mal die 3 Karten zusammennehmen. Wir haben hier das Ass der Münzen. Eine Chance wird dir hier vom Himmel gereicht. Aus dem Himmel. Diese riesengroße Münze kommt jetzt zu dir und sie wird dir gereicht und es sieht so aus, als wenn sie wirklich übermäßig groß ist und du sie teilen kannst. In ganz viele kleine Teile. Die Asse sind immer Chancen, etwas zu tun. Das Ass der Kelche ist eine Chance, in den Emotionen jetzt etwas anders zu fühlen oder anders zu handeln. In dem Ass der Stäben ist es das Handeln. Du hast die Chance, etwas anders zu tun, wie du es sonst immer gemacht hast. Bei dem Ass der Schwerter ist es so, dass jetzt du einen Gedanken geschickt bekommst, der dich in eine neue Energie bringt. Und mit dem Ass der Münzen wird dir hier jetzt etwas gereicht. Auch wenn es nicht das Ass der Schwerter ist, aber dennoch ist es das Ass der Münzen, dass du eine Idee bekommst, wie du jetzt dein Geld anlegst, was du jetzt aus deinem Geld machen kannst. Du bekommst eine Idee, wie du jetzt arbeiten gehen kannst, damit du also Geld verdienen kannst. Du bekommst die Idee, den Vertrag zu kündigen, damit du mehr Geld in der Tasche hast. Du bekommst aber auch die Idee, einen Vertrag abzuschließen, damit du mehr Geld in der Tasche hast. Ich spüre ganz deutlich, dass es hier in diesem Moment wirklich auch ums Geld geht. Normalerweise ist das bei mir die Münzen immer, es geht um Fülle. Es geht um Fülle, es geht aber hier in diesen 2 Wochen, und das fühle ich ganz deutlich, wird dir etwas gereicht, was mit Geld zu tun hat. Eine Chance. Und diese Chance, die kommt schnell. Das Ass, die 8 der Stäbe. Das ist eine schnelle, fruchtbare Kommunikation. Und mit dem Hierophant ist es von oben beschützt. Jetzt möchte ich nochmal zum Fazit gehen von dieser ersten Woche. Also, wir haben zuerst wird hier aufgeräumt. Es wird aufgeräumt.
Die Sorgen werden aufgeräumt. Es wird aufgeräumt in dem, wo du deinen Fokus drauf setzt, wo du dich drauf konzentrierst. Das wird aufgeräumt. Und dann bekommst du diese Chance hier. Und es hat jetzt hier mit der Gerechtigkeit zu tun. Das einmal wird es ja hier von mit dem Hierophant, das kann auch der Papst oder der Hohepriester, verschiedene Namen hat er. Und die Gerechtigkeit, die kommt immer, das ist immer etwas, was von oben jetzt entschieden wird. Und hier wird entschieden, dass du in eine gute Ausgangsposition kommst. Es wird entschieden, dass hier etwas ins Fließen kommt. Es wird entschieden, dass hier etwas ganz massiv jetzt vorangetrieben wird. Und es wird der Wandel entschieden. Und dieses viel Geld gewinnen, das ist dann diese, das hat mit dem Gewinnen nichts zu tun. Vielleicht gewinnst du wirklich im Lotto, wer weiß das schon. Aber hier geht es eben wirklich in diese Energie des Geldes zu kommen. Und das ist der Wandel. Und ich spüre ganz deutlich, dass du zur Ruhe kommst. Dass du jetzt in diesem Kampf, der hier endet, dass die Sorgen aufhören, dass du deinen Fokus ausrichtest und dass du jetzt schnell eine Chance bekommst, etwas zu verändern. Das bringt dich in die Kraft und in die Ruhe. Und das ist der Anfang und das Ende. Das hat nichts damit zu tun, Anfang der Woche, Ende der Woche. Nein, es hat mit den Energien zu tun, dass das alles erst passieren muss, damit du in die Kraft und in die Ruhe kommst. Aber ich sage euch, es sind wirklich angenehme Energien. Es kommt etwas Altes. Ich habe fast meine ältesten Karten auch rausgeholt. Es kommt etwas Altes. Vielleicht ist diese Idee schon in deiner Jugend gereift. Vielleicht hast du sie aber auch schon als Kind gehabt. Vielleicht gibt es etwas, wo du sagst, oh, ich will jetzt Kostüme nähen oder keine Ahnung. Das ist etwas, was wirklich, das ist eine alte Idee, hier kommt etwas Altes. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich das Alte hierher habe, aber es ist etwas, ach so, die Karten, ja, es sind meine ältesten Karten, genau. Ja, wir schauen mal in die zweite Woche. Die zweite Woche ist geprägt von der Militärperson. Die Militärperson steht, Militärperson hat mit Millimeter und nichts zu tun. Das hat mit Struktur zu tun. Es hat damit zu tun, dass man ganz klar seinen Weg geht, dass man einen Plan macht und den verfolgt. Es geht darum, dass man, mir kommt auch rein, die Struktur des Tages erlebt. Das heißt also, jeden Tag zur gleichen Zeit aufstehen und nicht mal um 10, mal um 7, mal um 5. Es geht wirklich darum, dass man in eine feste Struktur kommt. Die Militärperson steht aber auch für Hilfe. Das spüre ich ganz deutlich. Für Hilfe und minimalistischer geht es ja fast gar nicht. Ich habe ja nur eine Karte. Und der braucht auch nicht mehr. Der bringt seine Gedanken, der bringt sein Herz, der bringt seine Leidenschaft und der bringt sein organisatorisches, Handlungsvermögen kommt mir rein. Wir schauen rein. Hier habe ich die traurigen Nachrichten. Die kurze Krankheit, die Arbeit und Beschäftigung. Dann ist es die Hoffnung, großes Wasser. Es ist ein kleines Kind. Es ist ein Geschenk bekommen. Und zum Schluss haben wir die Erwartung. Naja, man kann es erkennen. Es geht darum, dass, und das spüre ich jetzt ganz deutlich, diese Militärperson, wie gesagt, hat mit Militär nichts zu tun. Kann natürlich jemand von der Bundeswehr sein, das kann sein, aber das muss nicht sein. Hier kommt jemand, der vordergründig mit einer anderen Sache kommt. Der
Oh, Gänsehaut. Der dich anruft, der dir eine Mail schickt oder eine Einladung schickt. Mensch, wir haben uns lange nicht gesehen, lass uns treffen. Und dann trefft ihr euch und dann sagt der dir was, was dich umhaut, was du nie für möglich gehalten hättest. Der sagt dir etwas, wo du denkst, und der gibt dir die Schuld. Oder du hast das Gefühl von Schuld. Und diese Schuld, oh, ich habe so Gänsehaut, Leute. Und diese Schuld, die beschäftigt dich. Diese Schuld, die ist, das ist dieser schwarze Mantel. Und das sind die traurigen Nachrichten und das macht dich krank. Es ist aber eine kurze Krankheit und das ist wirklich sehr kurz. Es handelt sich nur um Tage, weil du durch diese vielen Kartenlegungen, Meditationen, spirituelle Arbeit, Affirmationen hast du an dir gearbeitet und du weißt genau, dass es kommt. Es haut dich trotzdem um. Und es haut dich ordentlich um. Es sind auch traurige Nachrichten. Aber du hast hier an dir gearbeitet und zwar wirklich intensivst. Und dadurch weißt du das. Und dadurch bist du am Anfang schon oder zu Beginn schon in deine Kraft gekommen. Und du bist hier zur Ruhe gekommen, weil du genau weißt, was auf dich zukommt. Und die Hoffnung, großes Wasser, das ist das, dass jetzt hier etwas beendet wird. Der Anker, der liegt jetzt auf diesem Stein. Der ist nicht mehr zu benutzen. Dieser Anker hat sein Ende gefunden. Genauso wie das Schiff, was hier untergeht. Dieses Schiff, man könnte sagen, es ist angekommen. Es geht aber unter in den tosenden Wellen dieser Nachrichten. Und ich spüre ganz deutlich, dass das, wie soll ich sagen, dass die wahren Gefühle gar nicht erkannt werden können, weil das hier so vordergründig ist. Und war, weil das einfach, es konzentriert sich nur auf das, was nicht mehr da ist, auf diese traurigen Nachrichten. Das ist das, worauf sich vielleicht diese Militärperson auch wirklich nur konzentriert hat. Und diesen Fokus, diese Schwere gibt er jetzt weiter, aber nicht zuerst. Und eigentlich möchte er diese Gefühle auch gar nicht haben. Eigentlich möchte er ja fröhlich, er möchte mit Leichtigkeit durchs Leben gehen, aber er ist so gefangen in diesem Mantel, in diesen Sorgen, ist er so gefangen, dass er das jetzt erst einfach loswerden muss. Und das haut der dir so richtig um die Ohren. Und du weißt überhaupt nicht, wie dir geschieht. Und er hat es dann für sich beendet. Und jetzt ist es an dir. Wie gehst du damit um? Wenn du jetzt in dieser 5D, ich möchte noch mal ganz kurz sagen, 3D, 4D, 5D, 3D ist, das sind die Menschen, die meisten Menschen sind in dieser dritten Dimension. Du hast ein Problem. Und du schaust, wie du dieses Problem lösen kannst und du gehst das an. In der vierten Dimension siehst du dieses Problem, du gibst es aber ab in die geistige Welt, die Lösung zu finden und auch den Weg zu finden. In 5D ist es so, dass du dieses Problem gar nicht mehr als Problem erkennst, beziehungsweise ansiehst, sondern du siehst es als Herausforderung an. Du bedankst dich bei der geistigen Welt, egal worum es geht. Ich weiß, es gibt ganz schlimme Geschichten. Aber Leute, sie sind passiert. Und wenn man sich immer wieder da drin suhlt, das tut der Seele nicht gut und das tut dem Herzen nicht gut. Wenn du aber mit dieser Energie, mit dieser 5D-Energie da rangehst und es einfach akzeptierst, wie es ist, und du weißt es, du willst da raus und es soll eine Lösung geben und du gibst diese Situation in die Hände der Engel. Und stellt euch die Hände auch vor. Stellt sie euch vor,
dass sie die Hände, die Engel euch die Hände aufhalten und dann stellt ihr einen Schriftzug über diese Hände. Und dann sagt ihr Finanzen, Liebe, weiß ich nicht, Arbeit, Job, Kündigung. Und dann lasst ihr dieses Wort, das kann ein ganzer Satz sein, diese Schrift lasst ihr in die Hände fließen und ihr seht es, stellt es euch vor. Stellt es euch vor, wie das in die Hände fließt und die Engel, die schließen die Hände und sagen, ja, wir kümmern uns. Und das ist 5D. Und bedanke dich, dass du das erleben darfst und bedanke dich, dass du das abgeben darfst. Sehe es nicht mehr als Problem. Und wenn du so damit umgehst, kommst du ganz schnell daraus. Es haut dich um, ich will das nicht schönreden. Aber dann siehst du das als Geschenk an und nicht mehr als Erwartung. Dieses Wort Erwarten hat auch ganz viel mit Warten zu tun. Wenn du immer auf etwas wartest, wenn ich euch gesagt hätte, Anfang des Jahres, da kommt etwas, das haut euch um und dann wird aber alles gut, weil ihr darüber sprecht. Und ich hätte gesagt, es dauert aber bis November. Dann hättet ihr doch von Januar bis November die Zeit nicht so genutzt, wie ihr sie genutzt habt. Ihr hättet doch immer darauf gewartet, auf den Moment gewartet, auf November gewartet, auf den 1. November, auf den 15. November, keine Ahnung, auf den November hättet ihr gewartet, weil ihr genau gewusst hättet, Astrid hat gesagt, das passiert im November. Aber die Zeit dazwischen, die wäre verloren gewesen. Und es geht ja darum, den Moment zu leben. Es geht darum, nicht immer darauf zu warten, das könnte der sein, oder ist es jetzt die Situation, hat Astrid das gemeint? Lasst es laufen, lasst es fließen. Ihr werdet es feststellen. Die geistige Welt, die ist schon so clever, dass die euch das ganz klar sagen kann, das ist jetzt der Moment gewesen, auf den du gewartet hast. Wenn du es nicht merkst, manche merken es, manche merken es nicht, manchmal merkt man es, manchmal merkt man es nicht. Und es ist tatsächlich so, dass ich auch, selbst wenn ich die Zeiten gesehen habe, habe ich das aber absichtlich nicht gesagt, weil ihr nicht in diese Erwartungshaltung kommen sollt. Das ist eine Energie, die einem nicht gut tut. Man wartet, immer wenn man wartet. Aber worauf wartest du? Auf den Moment, dass es besser wird. Auf den Moment, dass jemand kommt und hilft. Auf den Moment und den Moment und den Moment. Aber was ist denn mit dem Moment, in dem du gerade lebst, in dem du im Februar und im März gelebt hast? Sind das denn keine lebenswerten Momente, wo die Sonne euch die Nase kitzelt im Sommer? Oder eben, ja. Und das ist jetzt ein Geschenk. Ihr geht jetzt in den Neuanfang. Dieses kleine Kind hat die Stiefel angezogen. Und man könnte meinen, es sind Militärstiefel. Es hat die Stiefel angezogen und es geht jetzt. Mit dieser Storch geht jetzt los. Und der Storch steht ja auch immer für die Geburt eines kleinen Kindes. Und dieses Kind sitzt auf dem Storch und die sind beide unterwegs und gehen in Richtung Neuanfang. Und schaut mal, wir haben hier mit der 18, das ist die Quersumme 9 und die 9 steht immer für die Vollendung. Hier wird etwas vollendet. Und es wird aber vollendet, es wird von oben geführt und es geht praktisch systematisch voran. Und der Wandel kommt. Der Wandel kommt. Und der ist vielleicht gar nicht so zu sehen, so deutlich zu sehen, weil schaut euch, die zwei Frauen sehen ja gar nicht so unterschiedlich aus. Aber vielleicht sind sie im Herzen ganz unterschiedlich. Ihr Lieben, das sind die nächsten 2 Wochen. Das sind die Wochen bis zum 7. Dezember.
Und ich finde, den November, das ist immer schon eine schwere Zeit. Der Dezember, da ist schon wieder Vorbereitung auf Weihnachten und die ganzen Weihnachtsfeiern und die Freude und die Geschenke kaufen und das Backen beginnt und. Aber der November ist dann vorbei und der ist für viele auch wirklich die schlimmste Zeit. Ich liebe jede Jahreszeit, jeden Monat. Ich nehme ihn genauso, wie er ist. Vielleicht schaffst du das ja auch und vielleicht kannst du dann jeden Monat genauso genießen. Ich würde mich, wenn es euch gefallen hat, sehr freuen, wenn ihr mir ein Like schenkt, wenn ihr mich abonniert, wäre ganz großartig. Und wenn ihr meine Orakel teilt, finde ich das auch toll. Ich danke euch, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid und ich möchte euch auch nochmal für die ganzen Wertschätzungen danken, für die ganzen Kommentare, für alles, was ihr mir Gutes tut. Ich danke euch von Herzen dafür. Und jetzt wünsche ich euch wundervolle 2 Wochen. Macht's gut. Ciao.